Hallo Sabine. Industrie 4.0 ist hier ein groß diskutiertes Thema auf der Tagung. Wie weit ist die betriebliche Realität dieses Konzepts tatsächlich schon fortgeschritten? Man muss da sehr unterscheiden. Viele Dinge, die da diskutiert werden, gibt es längst. Also ich sage nur mal Echtzeitsteuerung, Embedded Systems. Das haben wir natürlich längst in der Industrie. Wenn wir es nicht hätten, würde kein Auto hier stehen, fertig produziert. Teleservice, Predictive Maintenance sind alles Dinge, die wir schon tun. Die werden aber alle unter diesem Diskurs oft mit thematisiert. Gleichzeitig wird ganz viel draufgepackt, was sehr groß ist und sehr vage, zumindest wenn wir es auf Produktion beziehen. Also Cloud Computing, Big Data. Wo die genauen, konkreten Anwendungen da in der Produktion sind, das ist noch relativ nebulös. Wenn wir annehmen, dass es umgesetzt wird, diese nebulösen Ideen, was glaubst du, wie sich Industrie 4.0 auf die Arbeitswelt auswirken wird, auf die Beschäftigten auswirken wird? Wir haben ja immer die Vorstellung, je automatisierter es wird, desto hochqualifizierter wird es. Und wir brauchen vielleicht weniger nicht qualifizierte Menschen oder schlecht qualifizierte Menschen, aber mehr gut qualifizierte Menschen. Mittlerweile ist es so, dass Sie sehen, in den USA gibt es eine Diskussion, die volkswirtschaftlich eher versucht nachzuweisen, es könnte auch in die andere Richtung gehen. Also je intelligenter Algorithmen werden, und das ist ja das Szenario, mit dem wir zu tun haben, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir als qualifizierte Arbeit bezeichnen, auch automatisiert wird. Zumindest gibt es ganz sicher die Versuche zu gucken, was kann automatisiert werden, auch bei Hochqualifizierten, die ja teuer sind, und was kann nicht automatisiert werden. Also wir werden die Automatisierungs- und Rationalisierungsfrage, glaube ich, an Arbeitsplätzen sehen in den nächsten Jahren, wo wir sie uns bislang nicht vorgestellt haben. Viele Veränderungen. Was müssen wir als IG Metall, was müssen wir als Betriebsräte tun, um diesen Prozess gestalten zu können? Das ist wirklich schwierig und wird immer schwieriger. Zum einen, weil viele Dinge, auf die man regulatorisch reagieren wollte, technisch schon vorentschieden sind oder national in Headquartern, die in anderen Ländern sind, schon vorentschieden sind und Einflussnahme da oft kaum mehr möglich ist. Das heißt, ich glaube, wir müssen zu Regulierungsformen kommen und zu Gestaltungsformen, die prinzipiellere Fragen stellen, nämlich die Fragen, was ist der Mensch, was ist gute Arbeit, was sind Prinzipien guter Arbeit, gibt es sowas wie die Würde des Digital Citizen, die unantastbar ist, auch im Betrieb, auch in der Arbeit, in der Erwerbswelt. Darüber, glaube ich, müssen wir uns gesellschaftlich auseinandersetzen. Sowas muss prinzipiell zum Wert erhoben werden und vielleicht auch einklagbar gemacht werden, weil ich glaube, kleinteilig konkret zu gestalten, wird kaum mehr möglich sein. Da kommen wir nicht mehr hinterher. Das sieht man ja in vielen Debatten zum Datenschutz, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Du plädierst dafür, dass sich Betriebsräte sehr stark mit den technischen Feinheiten beschäftigen dieser Entwicklung. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, ich glaube, wenn man den Diskurs so anguckt, sehen wir sehr viele Menschen, die mitdiskutieren und viele davon haben von Technik nicht viel Ahnung oder nur von einem Bereich der Technik, die da eine Rolle spielt. Also es gibt Menschen, die haben von Produktionstechnik eine Ahnung, vielleicht aber nicht unbedingt von IT-Sicherheit. Es gibt andere, die haben von IT-Sicherheit eine Ahnung, aber relativ wenig bis gar keine von Produktionsbedingungen. Das kommt jetzt alles zusammen. Es gibt ganz wenige Menschen, die die technische Expertise haben, die wirklich beides beinhaltet. Und wir haben in Gewerkschaften leider ein bisschen die Tradition verloren, auf Technik zu schauen und was Technik mit Arbeit macht. Da gab es früher mehr Expertise, auch in unserer eigenen Organisation. Und da, glaube ich, muss man wieder hin, weil man nicht gestalten kann, wenn man nicht versteht, was da passiert. Und man kann auch Mitarbeiter nicht schützen vor dem, was da passiert, wenn man nicht versteht, wo genau zum Beispiel welche Daten anfallen und was das bedeutet.